Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit dem Einstellen vom Schaltwerk. Im letzten Video haben wir ja die Schaltzug-Außenhülle eingebaut, den Schalthebel montiert, Schaltwerk montiert. Kassette haben wir ja auch schon vor längerer Zeit montiert. Und heute geht es eigentlich nur noch darum, das Schaltwerk und den Schalthebel richtig einzustellen. Bevor wir anfangen, ist es erstmal ganz wichtig, dass im Schaltzugseil überhaupt keine Spannung ist. Die Spannung im Schaltzugseil können wir am Schalthebel einstellen. Da gibt es vorne am Schalthebel einfach ein Rädchen, an dem ihr drehen könnt. Und ja, an dem tue ich jetzt einfach die Spannung aus dem Schaltzug komplett rausnehmen. Das ist wichtig, dass ihr das eben am Anfang macht. Ja, jetzt die Spannung komplett draußen, einfach rausgedreht. Das allererste, was ich jetzt erst machen muss, es gibt am Schaltwerk drei Schrauben insgesamt. Eine Schraube stellt den Winkel vom Schaltwerk zur Kassette ein. Man kann auch sagen, einfach den Abstand von Kassettenritzel zum Schaltröhrchen des Schaltwerks. Und dann gibt es eben halt noch zwei Schrauben, die einfach begrenzen, wie weit kann ich das Schaltwerk in Richtung zum Laufrad hindrücken und wie weit in Richtung vom Laufrad weg. Und die zwei Schrauben müssen wir als erstes einstellen. Hier haben wir jetzt eben die Schraube, die einstellt, ja, wie den Winkel vom Schaltwerk, wie ich es so viel bewegen kann. Ja, der Abstand sollte halt so eingestellt sein, dass zwischen dem Schaltröhrchen hier unten und dem Ritzel von der Kassette, ich glaube, 6 mm sein sollten. Also ich mache das immer ein bisschen nach Gefühl und es ist auch sehr viel davon abhängig von der Bauweise vom Rahmen, weil wenn ich das Schaltwerk, die Schraube rausdrehe, geht das Schaltwerk immer näher Richtung Rahmen und es kann halt sein, dass es dann irgendwann an Rahmen anstößt und das darf eben auch nicht sein. Das werde ich jetzt hier erstmal einstellen und die Schraube ist schon sehr weit, also reingedreht und ich drehe sie jetzt einfach mal wegen raus und stelle das eben so ein. Hier bei mir kann ich es nicht nach Abstand machen, sondern ich muss es nach Rahmen machen, weil sonst der Abstand hier zu klein wird. Und ich lasse jetzt zum Rahmen einfach nochmal so einen halben Zentimeter, der ist auf jeden Fall ausreichend. Ja, den habe ich jetzt. Und jetzt kommen die zwei Einstellschrauben eben für den Anschlag in die Richtung und in die Richtung. Und ja, die Schrauben sind bei dem Schaltwerk hier unten drin. Hier. Ich hoffe, die sieht man. Die sind hier. Die müssten jetzt auch beschriftet sein. Eine mit L und eine mit H. Eben für L, Low, den niedrigsten Gang und H für den höchsten Gang. Und das werden wir jetzt einfach mal einstellen. Dafür müssen wir am Schalthebel jetzt mal ganz runterschalten. Das mache ich jetzt einfach mal. Da wir am Schalthebel ja auch die komplette Spannung rausgenommen haben, können wir sicher sein, dass jetzt die komplette Spannung raus ist. Wenn man hier an dem Schaltzug unten mal ein wenig drückt, merkt noch, der ist komplett locker. Das heißt, die Schraube ist viel zu weit reingedreht, weil das Schaltwerk gar nicht weiter zulässt, dass die Kette runterrutscht. Jetzt drehe ich die Schraube einfach weiter raus und tue gleichzeitig treten, bis die Kette halt hier im untersten Gang reingesprungen ist. Jetzt trete ich einfach, so. Drehe das Laufrad und drehe die Schraube weiter raus. Und jetzt sieht man, wird man gleich sehen, dass er weiter springt. Jetzt ist er schon am nächsten. Jetzt drehe ich sie noch weiter raus. Jetzt hört man schon, es klickt so ein bisschen. Und man merkt aber noch, dass es klickt. Deswegen muss ich sie noch ein wenig weiter drehen, bis das Klicken komplett verschwunden ist. Wirklich immer nur minimal bewegen. Das reicht jetzt eigentlich schon. Jetzt kann das Schaltwerk auch gar nicht mehr weiter in die Richtung. Von daher ist jetzt die Schraube schon mal optimal eingestellt. Jetzt denkt man sich natürlich, für hier oben kann ich es natürlich nicht so gut einstellen. Weil ich kann ja jetzt schlecht einfach in höchsten Gang schalten, weil ich weiß ja auch nicht, ob die Spannung im Schaltzugseil richtig eingestellt ist. Deswegen müssen wir die jetzt als erstes machen und dafür probieren wir jetzt einfach mal aus, was passiert. Also jetzt gerade habe ich ja noch sehr wenig Spannung im Schaltzug. Also eventuell, vielleicht passt es auch schon, je nachdem, wie wir das hier unten am Schaltwerk eingespannt haben. Deswegen testen wir es einfach mal, wenn ich jetzt drehe und eins hochschalte, was passiert. Also er springt schon mal hoch, das ist gut. Jetzt versuche ich einfach mal ganz hoch zu schalten. So, jetzt bin ich ganz oben und jetzt wäre ich im letzten Gang. Weiter kann ich nicht schalten. Ich kann aber am Schalthebel das Schaltwerk noch weiter drücken. Seht ihr das? Das Schaltwerk lässt sich noch weiter drücken. Und das müssen wir eben verhindern und das können wir wieder mit der Schraube einstellen. Deswegen die Schraube weiter reindrehen und jetzt auch wieder treten und das mal so lang machen, bis die Kette nicht mehr aufs Oberste springen würde. So, jetzt merke ich, gibt es einen Widerstand. Jetzt eins runterschalt oben am Schalthebel. Machen wir mal. Da passiert noch nichts, interessant. Probieren wir einfach nochmal aus, was es macht.
ganz hoch. Okay. Das heißt, es ist zu viel Spannung im Schaltzugseil. Da müssen wir auf jeden Fall noch was rausnehmen. Anscheinend haben wir nicht alles rausgenommen. Oder ist es von Haus aus schon zu viel drin? Das werden wir gleich sehen. Ich versuche nochmal irgendwas rauszunehmen am Schalthebel. Ich hatte jetzt tatsächlich noch nicht am Schalthebel die ganze Spannung vom Schaltzugseil raus. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt ist auch eins runtergesprungen. Also jetzt kann ich hier hoch und auch runter. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Wenn ich jetzt die Schraube weiter reindrehe. So, ich mache es jetzt mal übertrieben. So, wenn ich jetzt hochschalten will, geht es nicht. Ich drücke jetzt wie wild am Schalthebel, ich komme nicht hoch. Weil das Schaltwerk das eben bis ja, zu dem ein Ritzel begrenzt. Und deswegen muss die Schraube halt jetzt wieder weiter raus. Und so stelle ich die eben jetzt ein, dass ich versuche hochzuschalten und das so lange mache, bis es halt funktioniert. Also jetzt nehme ich erstmal wieder ein wenig raus. Versuche eins hochzuschalten. Jetzt kann ich am Schalthebel schon klicken und jetzt drehe ich. Jetzt geht es ja noch nicht hoch. Und jetzt drehe ich so lange an der Schraube, bis es hochspringt. So, jetzt ist es hochgesprungen und jetzt gehe ich noch ungefähr eine Viertelumdrehung weiter. So. Und jetzt haben wir eben gewährleistet, dass das Schaltwerk eben auch nicht noch weiter in die Richtung geht. Bei der Kassette ist es schön, hier kann die Kette ja gar nicht in die Richtung rüberspringen, aber es kann ja sein, dass ihr eine andere Kassette habt, wo es hier diesen schönen Schutz nicht gibt. Jetzt müssen wir noch die Spannung im Schaltzugseil richtig einstellen. Dazu müssen wir jetzt einfach mal die Gänge ein wenig durchschalten. Also, jetzt bin ich ganz unten und jetzt schalte ich einfach durch. Ah, das hat jetzt schon ein wenig gedauert, bis der hochgeht. Wir probieren erstmal alle aus und schauen, was wenn passiert. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ihr merkt schon, beim Hochschalten braucht er ein bisschen. Also wir können ruhig noch ein bisschen mehr Spannung aufbauen. Deswegen drehe ich jetzt am Schalterhebel wieder ein bisschen mehr Spannung rein. Jetzt probiere ich wieder aus. Ja, das sieht gut aus. Kann auch mal schnell schalten. Ja, wunderbar. Jetzt ist das Schaltwerk eigentlich schon richtig eingestellt. So muss es sein. Schaltwerk ist jetzt theoretisch richtig eingestellt. Warum sage ich theoretisch? Weil wir ja jetzt praktisch noch nicht gefahren sind. Und gerade wenn ihr dann draußen fahrt und das unter Belastung ist und das alles noch neu ist, kann es eben passieren, dass zum Beispiel die Spannung im Schaltzugseil noch ein bisschen nachlässt. Das bedeutet, ihr müsst jetzt auch einfach mal draußen fahren, am Trail, im Wald und gucken, ob es da auch alles funktioniert und eventuell noch mal ein bisschen was nachstellen. Das ist eben, wenn man Schaltwerk komplett neu montiert mit allen Komponenten, kann es sein, dass sich diese Spannung im Schaltzugseil noch ein bisschen, dass sich das halt noch ein wenig dehnt. Deswegen da dann einfach am Schalthebel immer mal ein bisschen Spannung wieder aufbauen, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Ansonsten ist jetzt alles fertig. Wir haben den kompletten Antrieb, was Schaltwerk, Kassette, Schalthebel angeht, umgebaut. Jetzt fehlt dann nur noch die Kurbel. Die Kurbelvideos habt ihr schon gesehen. Ich bin immer noch ein wenig am Gucken im Bikemarkt, was ich kaufe. Und ja, das nächste Video wird dann auf jeden Fall im Bereich Umbau vom Rose Beefcake um die Kurbel gehen. Und wenn es soweit ist, kriegt das auf jeden Fall mit. Bis dahin, viel Spaß mit anderen Videos. Ciao!